Moinsen und hallo zu einer neuen Folge Aquatico mit dem Wurm hier auf YouTube. Wir haben in der letzten Folge einige Bauprojekte angeleiert. Zum Beispiel haben wir hier diese Plantagengewächshäuser zum ersten Mal gebaut und haben Pflanzen schon angepflanzt oder zumindest mal in Auftrag gegeben. Das wächst ja wohl schon. Samen werden eingepflanzt, heißt es ja gerade hier. Ne? Äpfel und Pflaumen. Und ich habe die Gewürzproduktion angekurbelt. Die sind jetzt hier schön hoffentlich am Produzieren. Die brauchen tatsächlich Pilze. Pilze für Gewürze. Interessante Sache. Das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Das war aber im anderen Durchgang auch schon so. Da können wir hier jetzt die Optimierung machen, damit es nicht ganz so teuer ist mit dem Produzieren. Und einen Produktionsbonus, den können wir auch noch rausholen am besten, glaube ich. Ich glaube, es gibt sogar, gibt es nicht einen Dings? Bonus in der Pilzhöhle in der Nähe? Nee, oder? Aber wir haben die Pilzhöhlen ja hier nicht in der Nähe. Also platzmäßig ist das halt nicht so. Wäre es auch nicht gegangen. So. Ja, und wir haben mehr Raffinerien gebaut. Eine davon ist nicht richtig verbunden. Ne? Das ist mal wieder toll. Was habe ich denn da gebaut? So, was na? Aber jetzt wenigstens verbunden richtig. Und hier haben wir neue Sauerstoffextraktoren. Alles neu in dieser Folge hier, mittlerweile im Betrieb. Wir wollen ja schließlich irgendwann mal Gewürze produzieren. Das ist das Ziel. Und das U-Boot wartet auch schon wieder. Und die Leute haben zu wenig Luxus, weil eben keine Gewürze da sind. Atlantis-Projekt können wir auch neu machen. Das Bildungszentrum hier machen wir jetzt mal. Je eher wir damit beginnen, neues Personal zu schulen, desto besser. Atlantis wird unfassbar viele Hände benötigen, um am Laufen zu bleiben. Aber diese Hände müssen auch wissen, was sie tun. Oh, so viel haben wir nicht. Das kannst du jetzt mal vergessen. 15 Bauarbeiter? Nö. Wir haben gerade mal so viel, dass wir die eigenen Fabriken weiter betreiben können. So. Dann die Rettungszentren sind aktiv. Das hier sind die Gewürzfabriken, die jetzt arbeiten. So. Die sind direkt neben dem AKW. Naja. Dann optimieren wir auch mal die ganzen Treibstoffraffinerien. Klick, klick, klick. Alles andere ist durchoptimiert, bei denen hier glaube ich auch. Ja. Schaut gut aus. Ja, was brauchen die jetzt eigentlich genau? Wir brauchen 58 Pilze pro Jahr. Wir brauchen also praktisch 100, 150, 156, 174 Pilze pro Jahr. Und haben, wie viele von den Höhlen?
produzieren 270 pro Jahr. Also sollte eigentlich ausreichen. Sind ja drei. Also die produzieren dann insgesamt 270, 400, 540, 700, 810, genau. Das sollte erstmal ausreichen. Das U-Boot. Ne, die Piraten sind da. Und die haben schon wieder was zerstört. Huh? Die kommen jetzt von da oben. Das heißt, wir werden da oben eine Verteidigungsgeschichte bauen. Verteidigung. Und damit werden wir auch hier eine Verteidigung bauen. Die fliegen hier ziemlich glatt durch, ne? Dann kommen sie erst hier in den Bereich, wo sie beschossen werden. So, dann gucken wir mal zu unserem U-Boot, das wartet. Durch eine unbekannte chemische Reaktion sind Teile des Meeres innerhalb von Minuten eingefroren. Ein Forschungstrupp dorthin zu senden, könnte uns wichtige Einblicke in das Phänomen verschaffen. Ein weiterer Kälteschub ist aufgetreten und hat unsere U-Boote mit Eis überzogen. Wir konnten die Mannschaft gerade noch so retten. Also es musste ja wohl irgendwie sowas sein, oder? Weil irgendwas Brauchbares kann ja dabei nicht rauskommen zurzeit. Ein Schiffsfriedhof. Dieses Gebiet ist voll mit den Überresten diverser Schiffe und U-Boote. Der Haufen wächst immer weiter, was darauf schließen lässt, dass irgendwas die Überreste hierher bringt. Eine Mannschaft zur Untersuchung zu schicken, wird das Mysterium sicherlich enthüllen und die Risiken für unsere Flotte abwägen können. Expedition lossenden. So, Expedition verlassen. Und wie schaut's aus mit was braucht man eigentlich? Also wir brauchen in der Parfümerie brauchen wir die Gewürze, gell? Na? Da brauchen wir erstmal noch einen Mülleimer. Die brauchen insgesamt 77, bauen die 77, jetzt 84 und jetzt 168 pro Jahr. Dann brauchen die 136 Gewürze. Und unsere Gewürzfabriken produzieren insgesamt 248, ja, da könnte man auf jeden Fall noch mal eine Parfümerie hinbauen hier. Bauen wir gleich daneben, würde ich sagen.
Machen wir so. Könnten wir eigentlich gleich noch mal eine hinbauen. Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Mehr von allem. Wieder mal ein Haiangriff. Wieder mal ein Haiangriff. Ja. Und er wird schon beballert. Da können wir jetzt hier die Optimierung wieder machen und das Gebäude einen größeren Radius geben. Also ein Wachturm reicht durchaus, um drei Haie abzuschießen. Eine Drohne ist trotzdem draufgegangen. Leider. Naja, kann man halt nichts machen, ist halt so. Das U-Boot wartet schon wieder. Geht so schnell mit dem U-Boot. Ja, dann erkunden wir mal dieses Gebiet. Riesige Meereskrabben nutzen die Wracks als Gehäuse. Sie haben unseren Treibstofftransporter zerstört. Ja, sehr schön. Es wird immer profitabler, die ganze Geschichte mit dem U-Boot. Ironie-Modus, ne? Es wird immer profitabler. Zuerst bauen sie einen Unfall, dann werden sie eingefroren und jetzt wird auch noch der Transporter da zerstört. Dann schicken wir sie. Wie schaut es mit der Fracht aus? Naja, ist noch viel Platz. Schicken wir sie zum uralten Wrack. Zum alten Wrack. Langstreckenscanner haben scheinbar die Überreste eines alten Vehikels gefunden. Dort könnten Ressourcen sein, die wir sammeln können. Expedition lossenden. Jo, so ist das halt, ne? Sieben Tage ist es unterwegs. Wie viele Bauarbeiter haben wir denn momentan? Wenn wir gerade wieder hoch. Naja, das wird noch nichts. Ja, das wird noch nichts. Das wird noch nichts. Jetzt bauen wir erstmal wieder Verdienst hier. Wir bauen uns Kapital. Haben die Preise eventuell angepasst? Weil der Hai war doch vorher höher dotiert. Kann das sein? Jetzt sind die Austern noch höher. Das Glas. Die haben tatsächlich die Preise angepasst. Naja, wenn man jetzt hier übrigens oben drüber geht. Also haben wir die Ansicht wie früher eigentlich noch. Bei den Nahrungsmitteln auf jeden Fall. Aber auch hier bei den Rohstoffen. Naja, gut, die Elektrogeräte sind jetzt auch hier. Hier, ja.
Und da drin sind halt jetzt auch Elektrogeräte, Mikrochips und Software. Glas und Beton sind hier beieinander. Das ist noch mit dem Update von gestern sozusagen. Oder vom Montag. Vom Freitag meine ich, Mensch, 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 Mensch. Das ist schon mal cool. Naja, dass man das sehen kann, das ist schon mal wichtig. Die Sachen sind ja nötig für die Gebäudeaufwertung. Auch Diamantwerkzeuge werden jetzt hier auch nochmal dargestellt, ne? 1117. Also Werkzeuge haben wir momentan echt gut. Da sind wir ganz gut dabei, glaube ich. Relativ. Die Stromproduktion könnte ein bisschen höher werden. Wie schaut es eigentlich mit Uran aus? Uran finde ich allerdings nicht hier irgendwo, glaube ich, ne? Oh, die Behausung, die ist nicht verfügbar. Ja, da müssen wir noch einen Mülleimer hinstellen. Und da müssen wir auch noch einen Mülleimer hinstellen. Und dann müssen wir hier neue Häuser hinstellen. Ich will es drehen und nicht verschieben. Ich glaube, das machen wir so. So. Dann braucht man natürlich noch die Optimierungen für die Parfümerien. Und diese Häuser hier brauchen auch noch Isolierung. Gefahr eines Haiangriffs. Da schwirren sie hier rum da. Der eine geht dahin. Snackt sich da die Drohne. Wo gehen die hin? Also die sind von hier oben gestartet, ne? Dann sollten wir hier auch mal eine Verteidigungsanlage aufbauen. Ja, dann ziehen wir da mal eine Leitung runter, ne? Dann wir sagen von hier.
Sehr schön. Und das U-Boot wartet. Wieso denn? Batterien sind außer Kraft. Hat man da nicht aufgestockt? Na gut. Wie soll man noch? Naja, die müssen ja erstmal ankommen. So, die Kuppel soll ein bisschen schöner werden. Können wir machen. Hier haben wir zum Beispiel die Sushi-Bar, ne? Da haben wir ja schon ein bisschen was gemacht drumherum. Dann werden wir da noch ein bisschen weitermachen. Jetzt hoffentlich wird dieses Ding da, die Hülle soll doch da nicht angezeigt werden jetzt. Das nervt immer so ein bisschen, wenn die immer so reinplöpst. Ja, schon wieder. Wieder dahin. Diese Kolonistenstatue. Unterstützerstatue heißt es. Sozusagen. So, und dann würde ich sagen, stellen wir noch ein paar Bäume in die Ecken. Ich mag das immer so, wenn die so ein bisschen so in der Ecke so ein paar Bäume stehen. Dann könnte man auch die Blumentöpfe irgendwie so daneben stellen noch. Sieht doch nett aus, oder? Und hier vielleicht auch so. Um das Denkmal herum. Können wir wieder ein bisschen verschönern hier alles, ja. Dann nehmen wir diese Bank hier. Haben wir wieder ein bisschen was verschönert hier, ne? Sieht doch nice aus. So, dann gehen wir mal zum U-Boot. Das wartet jetzt. Langstreckenscanner haben scheinbar die Überreste eines alten Vehikels gefunden. Dort könnten Ressourcen sein, die wir sammeln können. Keine Ahnung, was das für ein Schiff war und was es an Bord hatte, aber die Strahlung war absolut grauenvoll. Wir mussten uns unbedingt zurückziehen. Wieder mal ein Fehlschlag, wie so oft. Dann schicken wir euch mal Vorräte und das nächste ist das SOS-Signal. Wir haben ein entferntes SOS-Signal aufgeschnappt, das von einem gestrandeten Gefährt zu stammen scheint. Gucken wir mal dorthin. Ah ja, die Forschung. Forschung. Da machen wir jetzt den Fastfood-Einfluss. Hm? Schön, schön. Jetzt sind wir schon sehr weit in der Forschung hier.
Wie viele Mitarbeiter haben wir gerade? Ob wir das auch die Atlantis-Projekt machen können? Nein, geht natürlich noch nicht. Wir brauchen noch ein paar. Gefahr eines Haiangriffs. Mal wieder. Die kommen diesmal von hier. Die sind gerade aus dem Radius, ha? Dann sollten wir auch da noch mal was machen mit Sicherheitsgebäuden. Möglichst hier an der Ecke hier, wenn es ist. Müssen wir wieder eine Leitung verlegen? Rohre legen, ha? Nee, das war ein bisschen. Hallo? So. So. Das U-Boot hat schon wieder ein Problem. Ein reisender Händler hat uns kontaktiert und gefragt, ob wir handeln wollen. Er bietet uns einige Batterien und Nahrungsmittel für einen guten Preis und ist bereit zum Verhandeln. Kauft einige Batterien. Dann haben sie wenigstens gleich Nachschub. Da kommen schon wieder Haie. Dreht er wieder ab, der andere. Na gut, dann würde ich sagen, dann war es das mal wieder für diese Folge hier. Mit einigen schönen Sachen, die wir heute hier gemacht haben. Ja. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und klickt den Abo-Button. Und wenn ihr wollt, dann aktiviert doch bitte noch die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir online kommt. Sollte normalerweise zumindest so funktionieren. Naja, gut. Aber ja, da wäre ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr dankbar dafür. Und da sage ich auch schon mal danke, 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 danke im Voraus. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier in Aquatico unter Wasser. Wenn wir schauen, dass wir diese Atlantis-Projekt-Geschichte hier ein bisschen weiter vorantreiben wieder. Okay, bis dann. Ciao, ciao.